Herzlich willkommen, liebe SCP-07-Fans, heute beim Format 360 Grad und ich werde mich heute den 10 Fragen von Fabian stellen. Yannick, du warst 2016 bei Olympia dabei. Wie war diese Erfahrung für dich? Ja, war schon was ganz Besonderes. Auch noch in Rio in Brasilien, mega, mega schönes Land. Es hat mega Spaß gemacht, war eine tolle Erfahrung, auch wenn ich nicht gespielt habe, aber einfach die ganzen Erlebnisse mitzunehmen, verschiedene Sportler kennenzulernen, es war schon ein tolles Erlebnis. Hast du heute noch Kontakt zu einigen Jungs von damals? Nee, leider nicht mehr, aber wenn man sich mal sieht, ne, wenn man mal gegeneinander spielt und sich sieht, dann begrüßt man sich sehr herzlich und redet über alte Zeiten, aber richtig Kontakt gehalten haben wir jetzt nicht, leider. Basketball ist bei dir auch ein großes Thema. Hast du ein Lieblingsteam oder einen Lieblingsspieler? Ein Lieblingsteam nicht so richtig. Ich habe zwei Lieblingsspieler, das sind Kyrie Irving und LeBron James. Damals bei den Cavaliers war das dann auch mein Lieblingsteam, als sie zusammengespielt haben. Aber das sind auf jeden Fall so meine Favorites. Gibt es noch weitere Sportarten, die du gerne verfolgst? Naja, Basketball ist eigentlich so das Einzige neben Fußball, muss ich sagen. Oft wird gesagt, als Torhüter muss man etwas verrückt sein. Stimmst du dazu? Nicht wirklich, ne. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt als einen verrückten Torwart betiteln oder Leopold jetzt auch nicht. Deswegen, ich glaube, der SC Paderborn, der ist da der Beweis für das Gegenteil. Du bist aktuell in der zweiten Liga der Torhüter mit den meisten gehaltenen Torschüssen. Welche Rolle spielen solche Statistiken für dich? Eigentlich keine. Mir geht es eigentlich nur darum, die Spiele zu gewinnen, meine Leistung zu bringen, meinen Teil dazu beizutragen und der Mannschaft so gut es geht zu helfen. Hast du bestimmte Rituale an einem Spieltag? Nee, auch wirklich keine. Ich merke schon, wir haben die richtigen Fragen ausgesucht. Du bist jetzt bereits seit 2019 in Paderborn. Was gefällt dir besonders an der Stadt? Gute Frage. Ich gehe ganz gern essen im Gaucho-Restaurant, in dem Steakhouse oder gern mal einen Kaffee trinken im Markt 5 Café. So, das sind so meine Spots, wo ich eigentlich ganz gerne mal hingehe. Und wo verbringst du am liebsten deinen Sommerurlaub oder freie Sommertage? Hast du ein Lieblingsreiseziel? Ja, Portugal. Meine Freundin ist halb Portugiesin, die hat Familie in Portugal. Da reisen wir eigentlich jeden Sommer hin. Damit sind wir schon bei der letzten Frage. Du hängst, wie man sieht, sehr an deinen Haaren. Was müsste passieren, dass du dir die Haare abrasierst? Ich muss sagen, so sehr hänge ich gar nicht an meinen Haaren. Ich hatte ja früher eigentlich immer kurze Haare. So, das war jetzt einfach, als Corona angefangen hat, dachte ich mir, oder meine Freundin hat mich dazu überredet, mir die Haare mal wachsen zu lassen. Seitdem habe ich es gemacht, jetzt sind sie halt lang. Ja, jetzt fällt es ein bisschen schwerer, sich davon zu trennen, weil der Weg einfach sehr hart war bis dahin. Aber ja, richtig viel müsste da nicht passieren. Ich will die eigentlich noch ein bisschen länger wachsen lassen. Ich hatte sie ja zwischenzeitlich schon länger. Hatte auch überlegt, oder ich bin am Überlegen, sie dann irgendwann mal zu spenden. Und dann, spätestens dann, werden sie kurz gemacht wieder. Danke dir, Yannick. Sehr gerne.